Manchmal sprechen wir von der Stadthalluva als einem großen Eisberg, der eine wahnsinnig großes Volumen unter der Oberfläche hat. Und das ist die Vorbereitungszeit, das ist der Prozess. Die Zuschauer kommen am Schluss dazu, zu zwei, drei Aufführungen, sehen die Spitze des Eisberges, aber ich glaube auf jeden Fall, dass man erahnen kann, was da drunter steckt, was dahinter steckt. Ich glaube, das zeichnet auch eine Stadthalluva aus, dass man merkt in der Aufführung, dass es keine gewöhnliche Produktion ist, die einfach mal so abgewickelt wird. Und das Besondere ist, dass man wirklich in jedem Moment merkt, wie viel Sorgfältigkeit und Arbeit und Mühe und Liebe dahinter steckt.